Ein letzter prüfender Blick. Helinde Kölbl ist jedes Detail wichtig in ihren Bildern und in ihrer Ausstellung. Fast jeden hatte sie schon vor ihrer Kamera. Vielleicht hängen auch deshalb die unzähligen Fotos von Prominenten eher am Rande der Ausstellung. Ich liebe es, alle Schichten zu fotografieren. Also ich glaube, wenn ich nur Prominente fotografieren würde, das wäre auf die Dauer langweilig. Spuren der Macht, ihr vielleicht bekanntestes Projekt. 10 Jahre begleitete sie die Mächtigen und schaute hinter die Fassade. Die Politiker vertrauten ihr und ihrer Kamera. So entstehen Bilder. Die beeindruckendsten Begegnungen war bei der Arbeit jüdische Porträts, weil ich da einfach wirklich große Persönlichkeiten kennengelernt hatte, die allen Grund zur Bitternis und zum Hass gehabt hätten, weil ihre Eltern ermordet wurden oder ihre Familie ermordet wurden. Und das hat mich tief beeindruckt. Helinde Kölbl findet den richtigen Zeitpunkt, um auf den Auslöser zu drücken. Mit dem Blick für Skurrile und manchmal Komische. Ihre Bilder erzählen eine Geschichte. Und auch wenn sie wie eine Momentaufnahme wirken, sind sie immer das Ergebnis einer aufwendigen Inszenierung. Man muss Geduld haben. Es sieht so aus, als ob sie Schnappschüsse seien. Sie sind es natürlich nicht. Sie sind bereits im Moment der Aufnahme alle so konzipiert worden. Deshalb heißt die Ausstellung Mein Blick. Es ist der Blick der Künstlerin auf über 30 Jahre ihrer Arbeit.